Willkommen auf dem Born-Wiesenhof. Das ist ein kleines Filmchen im Zusammenhang mit dem Born-Wiesenhof als Demonstrationsbetrieb. Wir sind Andreas und Maike Jaschok, die hier die Betriebsleitung seit 26 Jahren bewerkstelligen. Ja, seit vielen Jahren sind wir auch schon Demonstrationsbetrieb ökologischer Landbau und wir gewähren sehr gerne Einblicke in unsere Arbeitsbereiche in der Landwirtschaft, Käserei und Hauswirtschaft. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Maike Jaschok. Wir wohnen hier auf dem Born-Wiesenhof. Wir leben und arbeiten auf dem Born-Wiesenhof. Das ist ein Demeterbetrieb mit 35 Milchkühen und Nachzucht. Und wir erzeugen Milch oder wir arbeiten mit der Milch von unseren Kühen. Wir sind hier im Mittelgebirge und haben sehr viel Grünland. Die Kühe sind auf der Weide und von daher haben wir eine sehr schöne Milch. Ich selber bin Hauswirtschaftsmeisterin, Käserin und Molkereimeisterin und habe die Käserei auf dem Born-Wiesenhof entwickelt. Durch die Milchverarbeitung veredeln wir die hochwertige hofeigene Milch zu besonderen Produkten und halten so Wertschätzung auf dem Hof. Durch die Einnahmen der besonderen Produkte kann sich die Käserei und auch der Hof tragen. Durch die marktferne Lage des Hofes und einer konventionellen Molkerei als Milchabnehmer zu einem niedrigen Preis war früh klar, dass die hochwertige Demetermilch selbst verarbeitet werden muss. Unsere Stärke ist im Grunde genommen die Handarbeit, der sorgfältige Umgang mit der Milch, das Handverschöpfen, das ist unsere große Stärke. Und gleichzeitig ist genau das auch das, was so ein Produkt einfach teurer macht, weil sehr viel Handarbeit und sehr viel Arbeitskraft in diese Produkte reinfließt. Vor mehr als 10 Jahren war es dann notwendig geworden durch die Gesetzlage, dass die Käserei eine EU-Anerkennung bekommt. Wir mussten also investieren und umbauen und wir haben uns dann entschlossen, dass wir aus unserer hofeigenen Milch eine kleine, feine Produktpalette aufbauen. Unsere Idee war auch, dass wir die Produkte in der Region vermarkten und dass wir besondere Produkte herstellen, die es so einfach noch nicht gibt. Da kam es sehr gelegen, dass zu dieser Zeit mehrere Regionalmarken wie Landmarkt, Sonar und Eppes von Hai mit Interesse an unseren Produkten an uns herantraten. Der so möglich gewordene hofnahe Verkauf erlaubte die Produktion und Vermarktung weiterer Milcherzeugnisse wie Joghurt, Frischkäse und Quark, die ansonsten schwierig zu verschicken sind. Als besonderes Produkt entwickelten wir den Flammkäse, der inzwischen als regionale Spezialität gilt und für den wir einen Innovationspreis gewonnen haben. Neben unseren wichtigsten Erzeugnissen, dem Flammkäse und verschiedenen Joghurtprodukten, bieten wir weiterhin Quark, Frischkäse, ein Hartkäse und diverse Sorten Schnittkäse an. Vor kurzem sind 2 Weichkäse, der Sterntaler und der Kleetaler, dazugekommen. Zusammen mit der Anzahl verschiedener Produkte und den Aufgaben, die in der Käserei zu bewältigen sind, hat sich auch unser Bestand an Mitarbeitern erweitert. Von daher haben wir heute einen schönen Grundstock an Mitarbeitern. Wir haben also einen Käser, der hier als Praktikant angefangen hat und inzwischen in der Käserei die Produktion leitet. Hallo, ich bin Nazar Muhammad Rasul, ich komme aus Tadschikistan. Ich arbeite schon ein Jahr hier als Käser. Früher hatte ich hier ein Praktikum gemacht und danach habe ich ein Weiterbildungspraktikum gemacht. Hier arbeiten macht mir viel Spaß, weil ich mache hier verschiedene Käsesorte und verschiedene Joghurt-Milchprodukte. Am allergespanntesten ist das Milch und Käse, weil normalerweise du siehst einfach nur Milch, das ist nur ein weißes wie fast Wasser und am Ende du siehst das einfach komplette runde Käse. Ich habe eine rechte Hand, die schon seit über 10 Jahren hier bei uns auf dem Hof ist und das ganz toll macht. Ich komme jede Woche gerne hierher
um zu sehen, was wir aus unserer guten Milch für eine kleine, aber feine Produktpalette herstellen können, mit Herz und Hand. Und nur natürlichen Zusatzstoffen wie Frucht oder Kräuter sehr schöne Sachen herstellen. Und am Ende des Tages auch unsere Kunden damit zufrieden sind, weil immer alles weg ist. Und wir haben weitere Mitarbeiter, also Frauen und Männer aus den umliegenden Dörfern, die an manchen Tagen kommen, wo viel abzupacken ist, zu etikettieren ist oder auch Ware auszufahren ist. Und dieser Grundstock an festen Mitarbeitern, der ermöglicht uns, dass wir auch Weiterbildungs-, Ausbildungs-, Praktikumsplätze anbieten können. Diese Stellen werden unter anderem an junge Leute vergeben, die ein freiwilliges ökologisches Jahr oder auch ein FEFA absolvieren wollen. Ich heiße Chloe und ich bin hier seit 1,5 Jahren. Ich habe hier ein WFH gemacht. Das ist ein Austausch zwischen Deutschland und Frankreich. Ich habe ein bisschen überall gearbeitet, in die Käserei und im Stall und auch in die Küche oder in den Garten. Und es gibt immer so viel zu tun, dass gefällt mir eigentlich sehr gern. Ich habe einen WFH gemacht, weil ich wusste nicht genau, was ich wollte machen für ein Studium, und das war für mich eine Chance, als Französin nach Ausland zu fahren. Ich finde, das ist echt eine Chance für den Ausländer, um etwas Neues zu entdecken, so eine neue Kultur oder eine neue Arbeit. Und diese Möglichkeit haben wir nicht immer in einem Leben. Die wechselnde Milchmenge, bedingt durch den natürlichen Milchzyklus der Kühe und die Nachfrageschwankungen durch Händler und Gastronomen im Laufe des Jahres, stellen jede Woche aufs Neue eine Herausforderung dar. Mal wird überschüssige Milch zu zusätzlichem Schnittkäse oder Weichkäse verarbeitet, ein anderes Mal sind nicht alle Produkte verfügbar. Und durch unser breites Sortiment, durch die Menschen, die einfach sich dafür voll einsetzen, und die lebendig miteinander arbeiten und kommunizieren, dadurch haben wir einfach auch einen sehr schönen Arbeitsplatz. Es ist abwechslungsreich, es macht Spaß und wir haben eine tolle Palette an Produkten, die auch den Kunden Spaß macht. Und das ist, ja, das ist einfach das, was so ein Milchhandwerk auch ausmacht und was es unterscheidet von einer großen Firma, wo vielleicht immer das Gleiche produziert wird in großen Chargen, sodass das günstig anzubieten ist. Wir haben einfach sehr viel mehr Arbeit, aber wir haben auch sehr viel Abwechslung und ein buntes, gutes Produktsortiment am Schluss. Vielen Dank.